Salut Folks, willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Race On. Und wir befinden uns im niederländischen Sanford und geben uns auf die Strecke zum Qualifying. Das ist ja eine sehr schöne Strecke, wie ich finde. Die grüne Flagge ist draußen, das heißt, wir können los. Erstmal ein bisschen Gummi liegen lassen. Sehr schöne Strecke, wie ich finde. Aber auch sehr anspruchsvoll. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob es ein Fehler war, die hier in den Rennkalender mit aufzunehmen. Weil ich glaube, hier sind Abflüge garantiert. Ja, der Dünenkurs von Sanford. Finde ich ja sehr schade. Wobei ich weiß gar nicht, ob er nochmal im nächstjährigen DTM-Kalender drin ist. Vor dieser Saison war ja die Diskussion, dass die Strecke... Wow! Aber gerade so gefangen. Aber gerade so gefangen, Leute. Genau das ist das, was ich meinte, dass es Abflüge garantiert sind. Weil die Diskussion war ja, dass die Strecke anscheinend zu unsicher ist für die DTM. Zu wenig Auslaufzonen. Wow, 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 wow. Und nur weil ja das Stadtrennen in Shanghai nicht zustande kam, ist die DTM nochmal hier in Sanford gefahren. In der nächsten Saison ist ja so, dass jetzt pro Wochenende 2 Rennen sind, Samstag und Sonntag. Und ich weiß nicht mehr, ob Sanford überhaupt noch dabei ist. Ungarn zum Beispiel ist nicht mehr dabei, was ich schade finde. Die Strecke ist nämlich ziemlich cool. Hier bin ich ja auch in diesem DTM-Preview-Video da gefahren. Und ich glaube, in dem Spiel hier, also in Race On, bin ich in Sanford sogar noch nie gefahren. Geschweige denn hier mit dem Mini. Von daher ist das hier absolute Premiere. Da kann man dann zum Beispiel in der nächsten Runde später bremsen. Und obwohl ich zu langsam war, habe ich eine ziemlich beschissene Linie gefahren. Das macht ziemlich Bock, die Strecke hier. Fällt mir ziemlich gut, dass hier hoch geht, runter geht. Ein paar Steilkurven dann auch da sind. Zum Beispiel die erste Kurve, die Tarzanbocht, ist ja eine Steilkurve in dem Sinn. Jetzt mal gucken, dass wir hier das Auto nicht wieder verlieren. Boah. Shit, Alter, shit. Knapp davor. Und hier den Streckenabschnitt mag ich nicht, weil der ist ziemlich unübersichtlich. Ich meine, wo ist hier die nächste Kurve, bitte? Kann man doch nur nach Gefühl fahren. So in etwa, wow, jetzt könnte ich mal bremsen. Wo kommt der denn her? Wir können ihn so schnell aufholen. Wow. Dann lassen wir die mal vorbei und machen wir mal einen Sitz ein bisschen höher. Ja, komm, fahr vorbei. Fahrt vorbei, fahrt vorbei. Ich störe euch nur im Weg rum. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Übersicht. da ist mir auch vorbei. Ich merke schon, die Strecke ist sehr anspruchsvoll und ich glaube, im Rennen werde ich wahrscheinlich überhaupt nicht mit euch reden können. Normalerweise will ich ja das Qualifying nutzen, um ein bisschen über die Gott und die Welt zu reden. Ja, jetzt kommen wir mal vorbei hier. Wow, Feindkontakt, Feindkontakt. Und wir sind auf Abwegen unterwegs hier. Nee, will ich nicht. Ich will nicht in die Box. Ja, diesmal habe ich die Kurve aber anscheinend ganz gut genommen. Die Schikane geht auch schneller, als ich zuerst gedacht habe. Mittlerweile geht die Strecke schon ganz gut, finde ich. Ah, verdammt. Ich komme nicht näher ran und der Hintermann kommt immer näher. Von daher wird es auf jeden Fall keine absolute Bestzeit. Bin ich aber auch ehrlich gesagt nicht von ausgegangen. Oh, fuck. Mann, ey. Die Kurve ist aber scheiße, ey. Also die Kurve da oben. Die ist echt mies. Das Problem hier in Sanford ist ja, dass die Strecke einen sehr rauen Belag hat, aber trotzdem rutschig ist, weil da immer viel Sand also von den Dünen her weht viel Sand auf die Strecke. Das war zum Beispiel jetzt auch Kacke. Apropos Wind und Wehen. Ich wohne ja hier in Karlsruhe, ne, wegen dem Studium. So. Und gestern, also war Samstag, und da wollte ich einkaufen gehen. Und habe mir gedacht, okay, gehst du zur Mittagszeit, da essen die meisten Leute, ja. Aber scheiße, war nicht so. Auf jeden Fall, ich dann in Lidl, und da war dann alles versammelt, was Rang und Namen hat. Ja, die kompletten Assis. Richtig assige Leute da. Und also obwohl da so viele Assis waren, haben die, keine Ahnung, da waren locker 50 Leute in so einem kleinen Piss-Lidl, und da hat keiner Deutsch geredet. Wirklich, keiner hat Deutsch geredet. War richtig scheiße. Und dann auf dem Weg dahin hatte ich eben keinen Bock, mir die Haare zu machen. Deswegen einfach die Mütze auf, also so ein Cappy auf. Schirmmütze halt. Und dann fahre ich da so. Und da war da so, in Karlsruhe ist so eine ziemlich große Straßenbahn-Umsteigestation, ja. Da fahr ich also auf dem Fahrrad da schön entlang. Kommt ein Windstoß und weht mir die Mütze vom Kopf, ey. Ohne Scheiß. Da stand gerade 3 Straßenbahnen an der Haltestelle, haben alle gewartet. Schön, alle Leute gucken mir dazu, wie ich mit so einem alten Scheißfahrrad von meinem Opa dann da umdrehe. Wie so ein Winder, der die Mütze wieder aufrafft. Und danach noch fast gegen so ein Stromkästchen fahre. Ohne Scheiß. Das hätte mir auch direkt in die nächste Fail-Compilation reinschneiden können. Ja, genau. Und dann aus Hessen, wo ich herkomme, da ist um die Jahreszeit hier kalt. Ja? So, das ist mein erster Winter in Karlsruhe, wenn man das so mit nennen kann. Auf jeden Fall, ich mich gut angezogen, also Winterjacke an und so. Ja, scheiß drauf, hier waren es 10 Grad. Und dann erstmal in diesem Lidl, ja, da war so eine asiatische oder chinesische Woche oder so, auf jeden Fall. Wollte ich mir dann halt eben so ein geiles China-Zeugs holen, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist so Nudeln mit Gemüse und Fleisch und so, alles schon fertig, tiefgefroren halt eben. Ja, hatten sie nicht, geil. Und die hatten nicht mal Sojasauce. Geh weg, du Pisser. In der China-Woche haben die nicht mal Sojasauce. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist wie wenn die in der bayerischen Woche keine Brezeln haben oder... keine Ahnung. Weiß ich nicht. In der Chips-Woche keine Chips. Ja, du wisst, was ich meine. Und auf jeden Fall, was habe ich mir dann geholt? Ja, was holt sich ein Student? Toastbrot und Pommes. Jawohl. Weil aber da 50.000 Leute vor mir an der Schlange waren und weil es ja so warm war und ich noch die dicke Jacke an, waren es ja auch 40 Grad in dem scheiß Lidl, waren die Pommes dann irgendwann lauwarm und das Toastbrot schon voll vermatscht, obwohl ich nicht mal bezahlt hat. Und warum hatte ich nicht bezahlt? Weil das so eine richtig fette, ekelhafte, keine Ahnung, so eine Qualle halt, ja, sah aus wie eine Qualle, als hätte er da so eine Qualle hingesetzt. Wenn die das Essen, wenn ihr das über das Band da vorne ziehen wollt, dann muss die fast aufstehen, weil die sich nicht so weit vorpücken konnte wegen ihrem fetten Bauch, ey. Alle richtig assige Leute da. Voll die Ottos, ey. Hat mich richtig hart angekotzt. Und dann auf einmal war ich doch gerade am, also wollte ich bezahlen, steht die auf und geht aus dieser kleinen Kabine da raus, ja. Da denke ich so, alle, was ist denn jetzt los? Musste die dann eine andere Bedienung, weil da sitzen ja immer 2 drin, musste die da reinlassen. Die war so fett, da hat die andere nicht vorbeigepasst. Alter, ich sag's euch, gell? Richtig scheiße. Und aus dem Ort, wo ich herkomme, weißt du, wenn du da in Lidl gehst, da kennst du da jeden zweiten. Alter, fahr mir nicht drauf, fahr mir nicht drauf. Ja, da kennst du jeden zweiten, da sagst du, ah, gut, und wie geht's, oh jo, bei dir? Was macht deine Mutter oder so? Keine Ahnung. Und hier... alle nur Russen und Türken und Araber und was auch immer. Richtig scheiße. Und ab dem Moment wurde mir klar, sobald ich fertig studiert habe, ziehe ich wieder in den Ort. Wenn auch nicht heimatnah, aber ich will auf jeden Fall nie wieder in der Stadt wohnen. Ich will nie wieder in der Stadt wohnen, Leute. Jawohl. Das steht mir gut, oder? Einmal schön rausgedreht. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, auf welchem Platz ich jetzt gelandet bin. Ich schätze mal so, ja, irgendwo zwischen der 15 und der 20, ja. Wir werden sehen. Na, auf dem Rückweg von dem Lidl habe ich mir dann scheißegal Mütze auf und die Kapuze von der Winterjacke drüber. Danach war ich komplett nass geschwitzt, musste ich erstmal duschen, aber es war mir scheißegal. Richtig mies, Alter, richtig mies. Wir haben immer noch zur Zeit der Aufnahmen das Wochenende, an dem das Einführungsvideo online kam. In den ersten 5 Minuten schon 1000 Aufrufe. Mehr Spaß. Schön wär's. Das Qualifying von Monza habe ich schon hochgeladen. Dann lade ich gleich noch das Rennen hoch. Ich kann mal gucken. 13. Oha. Ich kann nicht so schlecht. Jetzt ohne Scheiß. Ich finde das nicht schlecht. Und ich dachte, im ersten Sektor wäre ich kacke, aber das geht. Das geht, Leute. Ich meine, der Mattias Ekström, der hat das DTM-Rennen in Sanford ja auch von weiter hinten gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr wie. Und apropos Ekström und Sanford, dann mache ich hier mal Schluss mit der Aufnahme und beende das Video nicht mit dem gewohnten Spruch, sondern mit einem Zitat von Mattias Ekström vom letzten Zandvoort-Rennen. Wenn du hinten bist, dann musst du die Scheiße halt fressen. In dem Sinne, macht's gut, bis morgen zum Rennen hier. Bis dann, ciao.